Ja, danke. Herzlich willkommen zu unserem Abschlusskonzert. Yes. Wie cool, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns nochmal dieses Jahr, das hinter uns liegt, zu feiern und Revue passieren zu lassen. Es war ein prägendes Jahr, das erste Jahr weg von zu Hause, von uns allen. Es war ein Jahr voller Erlebnisse, mit ganz vielen Auftritten, mit ganz vielen Höhen, aber auch so manchen Tiefen. Aber eins will ich vorwegnehmen, es war ein mega segensreiches Jahr und das zwar für uns alle. Und durch dieses facettenreiche Jahr wollen wir mit euch heute eine kleine Reise machen. Mit kleinen, netten Anekdoten und natürlich dem Hauptbestandteil unseres Jahres und was bei einem Konzert nicht fehlen darf, mit Musik. Und zum Anfang würde ich einmal noch gerne mit uns beten. Vater, ich möchte dich loben und preisen über das Jahr, das hinter uns liegt. Für all das, was sein durfte, für das viele Gutes wir erleben durften. Für den Wachstum, den wir erleben durften und für die Erlebnisse, die wir mit dir haben durften. Für diese unglaublichen Leute, mit denen wir dieses Jahr verbringen durften. Was für ein Segen. Dafür möchten wir dich loben. Amen. Ja, vor ungefähr einem Jahr hatten wir unsere erste Bandprobe und dann saßen wir da so zusammen und haben uns gefragt, was für Lieder wir eigentlich spielen können. Und wir kamen da relativ schnell auf einen Nenner, nämlich mit einem Song, der sich durch das ganze Jahr gezogen hat und durch fast jeden Auftritt. Dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus, der in mir Leben weckt. Ich breche frei aus alten Mauern hinein in Ewigkeit. Das ist Freude hier, alles um mich bebt, alles um mich. Ich bin meinem König zu sehen. Du allein.
Dankeschön. Ja, unser FSRJ hat mit der Einführungswoche begonnen. Ganz durchgetaktet und durchgeplant. Wir waren bowlen, wir haben den vorherigen M3-Jahrgang kennengelernt. wir haben jegliche Kooperationsspiele komplett gemeistert. Wir waren von Anfang an ein grandioses Team. Aber auf eine Sache mussten wir sehnsüchtig warten. Und das war das gemeinsame Musizieren. Deswegen haben wir eines Abends alle unsere Instrumente gepackt, sind in den Bandraum, haben so ein paar Sachen gespielt. Und ich dachte so, nach so einer guten Stunde, die so ein bisschen chaotisch und nicht ganz harmonisch war, uff, das kann ja was werden. Und das wurde es auch. Ja, ein paar Proben später ging es dann wirklich richtig los. Unser erster Auftritt hier in dem Raum im CVM-Abend, dann Spendenaktion in Karlsruhe, Confi-Camp, Mitarbeiterwochenende und ganz vieles mehr. Wir wurden da direkt herausgefordert. Und immer wieder haben wir am Anfang das Kompliment bekommen, ihr seid ganz schön gut. Also dafür, dass ihr jetzt erst so ein paar Monate zusammenspielt, vielen Dank. Ja, und zwischendurch kommt Stress und Überwältigung von CVJM Baden haben wir dann irgendwie versucht, miteinander uns einzuleben und einzufinden. Lass verborgen.
eigenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht. Ich dann zu dir heimkehr in die Ewigkeit. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna. Thank you.
Yeah.
Ist euch auch so warm wie mir? Also, jetzt sind die ersten 2 Monate von unserem FSJ rum und wir haben schon wahnsinnig viel erlebt. Und die ersten Auftritte haben sich richtig nach einer Routine angefühlt. Wir haben schon ein großes Repertoire uns aneignet und hatten Phasen, da haben die Proben richtig Spaß gemacht. Wir waren richtig kreativ und produktiv, aber auch schon Tage, da bin ich ehrlich, hatte ich gar keinen Bock, in den Proberaum zu gehen, weil irgendwie auch die Tage davor schon wir gar nicht produktiv waren, nicht vorwärts gekommen sind. Dennoch hatten wir einen großen Ehrgeiz und haben uns auch an komplexere Songs gewagt. Und so haben wir zum Beispiel versucht, den berühmten 6/8-Takt in die Bridge vom Waymaker einzubauen. Oder einen rhythmisch sehr komplexen und von Unisonus nur durchdrängten Song wie Born to Praise versucht zu covern. Dann war auch schon das erste Heimfahrwochenende am Anfang vom November. Und als wir zurückkamen und in den Kalender geschaut haben, da haben wir gemerkt, dass schon Ende November, 3 Tage vor dem ersten Advent, unser großer Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Mannheim stattfinden soll. Und wir hatten in unserem schönen großen Repertoire noch kein einziges Weihnachtslied. Das heißt, wir haben Anfang November sofort angefangen, Weihnachtslieder zu spielen. Das hat zum Glück ein Ende zu unseren erbitterten Proben von Born to Praise gesetzt. Allerdings hatten wir dann in dieser noch herbstlichen Zeit die ganze Zeit Weihnachtsohrwürmer. Wie sich das anfühlt. Genau. Come true. Oh.
Ja, über Weihnachten und Neujahr hatten wir dann erstmal Urlaub. Wir waren erstmal daheim. Das erste Mal, dass wir wieder längere Zeit daheim waren. Und danach ging es auch gleich aufs Zwischenseminar. Und so wurde unser Alltag bei M3 erstmal für gute 5 Wochen oder ein bisschen mehr unterbrochen. Seminar war aber immer eine sehr coole Zeit für uns. Vor allem die Gemeinschaft mit den anderen FCJ-Lern. Ein paar sind heute da. Sehr schön. Es sind auch ein paar gute Freundschaften entstanden. Genau, aber als wir dann wieder zurückkamen in unser Alltag hier nach Mannheim, hat sich ein bisschen was umgestellt oder ein bisschen was verändert. Zum einen wurde nicht mehr bis 1 oder 1:30 Film geguckt jeden Abend. Der gemeinsame Tagesabschluss wurde aufgegeben und wir realisierten, dass M3 jetzt unsere Arbeit war. Was sich aber nicht änderte, war, dass man in der WG bei uns sehr oft laute Musik gehört hat, egal ob aus der Musikbox oder selbst gemacht. Vor allem als Jonis Mo kam, das ist der Bass-Synthesizer hier, hörte man bei uns in der WG nur noch tiefes Brummen. Ja, genau. Wie Hannes es schon gesagt hat, Seminare waren für uns alle mega prägend. Und es haben sich gute Freundschaften entwickelt. Genau, und man hat sich viel mit dem, was man gerade so erlebt in diesem Jahr, für ganz viele das erste Mal weg von zu Hause, man hat sich ausgetauscht. Und dann hat hier Josia, der Drummer, ein guter Freund, den wir auf den Seminaren kennengelernt haben, der Finn, der ist auch heute da, der sitzt da hinten. Und ich haben uns zusammengesetzt und haben einen Song geschrieben, der davon handelt, was wir für Sorgen haben, für Sorgen vor der Zukunft, was auf uns zukommen könnte und wem wir doch all das abgeben möchten. Und den Song wollen wir euch jetzt vorspielen und der heißt Was du sprichst. So oft weiß ich nicht wohin, so oft erkenne ich nicht den Sinn. So oft trau ich dir zu wenig zu, so oft vergess ich, wer du bist. Du bist mein Gott, also hör ich auf dein Wort. Fürchte dich nicht, denn das ist was du sprichst. Fürchte dich nicht, also fürchte ich mich nicht. Ich bin frei, denn das ist, was du sprichst. Die Angst beherrscht mich nicht. Bei dir und du bist mein Gott, also hör ich auf dein Wort. Fürchte dich nicht, denn das ist, was du sprichst. Fürchte dich nicht, also fürchte ich mich nicht. Ich bin frei, denn das ist, was du sprichst. Die Angst beherrscht mich nicht. Ich bin zerrissen. Ich meine, wie soll man auch wissen, wie es weitergeht, wenn man am Anfang einer Weggabelung steht? Jeden Weg in Gedanken schon gegangen, überlege ich mir, wohin werde ich wohl gelangen? Kann das Ende nicht sehen,
wie auch. Dazu müsste ich ja losgehen. Doch umso länger ich rumstehe und die Zeit vergeht, merke ich auch, dass mich mehr zurückhält, als nach vorne trägt. Auf dem Weg könnte ja so viel passieren. Am besten alle Möglichkeiten austarieren, um nicht am Ende etwas zu verlieren, etwas zu verpassen. Und am besten keine Leichtigkeit verlieren. Man könnte ja riskieren, dass die anderen denken, man wüsste nicht wohin. In dieser Wegzerrissenheit suche ich nach was, das mich zusammenhält, damit mein Gedankengerüst nicht am Ende zerfällt. Denn ich bin gerade zerrissen. Ich meine, wie soll man auch wissen, wie es weitergeht, wenn jeder dir etwas anderes erzählt? Im Meinungsfundus der anderen wandernd versuche ich, mich selbst zu finden, meine tiefsten Wünsche zu ergründen. Doch da sind auch Zukunftsängste und andere Plagen, vielleicht auch die Angst, am Ende zu versagen. Irgendein Ziel zu verfehlen, den falschen Weg einzuschlagen und am Ende im Irrgarten verloren zu gehen. Doch immer, wenn diese Zukunftsangst meine Gedanken prägt, vergesse ich, wer mich durchs Leben trägt. Zurück, wenn ich mich auf dich stütz. Dein Wort bringt Licht in diese Dunkelheit. Nichts hält mich zurück, wenn ich mich auf dich stütz. Dein Wort bringt Licht in diese Dunkelheit. Nichts hält mich zurück, wenn ich mich auf dich stütz. Dein Wort bringt Licht in diese Dunkelheit. Nichts hält mich zurück, wenn ich mich auf dich stütz. Dein Wort bringt Licht in diese Dunkelheit. Fürchte dich nicht, denn das ist, was du sprichst. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, denn das ist, was du sprichst. Fürchte dich nicht, also fürchte ich mich nicht. Ich bin frei, denn das ist, was du sprichst. Die Angst beherrscht mich nicht. Wir wollen mit euch eine kleine Lobpreiszeit machen. Das, was wir quasi das ganze Jahr gemacht haben. Mit euch gemeinsam Gott loben. Fühlt euch ganz frei dabei. Macht das, was ihr gerne wollt. Stellt euch hin. Legt euch hin. Setzt euch hin. Geht aus dem Raum. Nein, das nicht. Aber ihr dürft richtig gerne jetzt mit uns gemeinsam eintauchen. Hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen.
verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Oh, mein Gott ist größer. Oh, mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängt. Ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Oh, lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Und mein Gott ist größer. Oh, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer. Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger. Oh,
ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist die Ewigkeit. Oh mein Gott, ist größer. Sucht die Stimme, die im Innern
nach mir ruft, denn du und ich sind eins, Jesus. Ich spür dich.
until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. In diesem Jahr ganz viel unterwegs und an ganz unterschiedlichen Orten in Mannheim und in Baden. Tatsächlich waren wir eigentlich jedes Wochenende weg, haben den Bus gepackt und haben wirklich richtig viele Kilometer hinter uns gebracht. Und ich habe gestern mal nachgezählt, wir haben insgesamt auf 90 Veranstaltungen gespielt. Also richtig, richtig viel bis jetzt schon. Und ein großes Highlight von diesen Auftritten war für uns, dass wir all unsere Heimatgemeinden besucht haben und dort auch spielen durften. Es war einfach voll schön, die Leute zu sehen und zu sehen, wo wir wohnen, wie wir aufgewachsen sind. Über das Jahr hinweg hatten wir auch ganz unterschiedliches Publikum. So durften wir zum Beispiel auf dem Landesjungschallager vor ganz vielen Kindern spielen und beim Christustag vor 100 gefühlt Ü-70-Jährigen. Und wir hatten auch ein ganz vielfältiges Repertoire von Chorälen über Rap-Songs, 80er-Banger, haben wir dann auch für das Landesjungschallager Kinderlieder in unser Repertoire aufgenommen. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Und dafür will ich Hannah auf die Bühne bitten, weil die euch Bewegungen vormacht, die ihr alle nachmachen dürft. Ihr dürft alle aufstehen. Applaus für Hannah. Du bist der Stärkste.
Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertrau, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertrau, bekomme ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Applaus für Hanna! Still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not good enough, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Stehen.
Ja, jetzt ging es gerade viel um Musik und das haben wir natürlich auch sehr viel gemacht. Aber neben Busladen, WG-Putzen, Bandproben, Konzerten und vielen hatten wir noch ganz, ganz viele andere Aufgaben. So haben zum Beispiel Joni, Verena und Josia jeden Mittwoch im Café Mint gearbeitet. Hanna und ich haben in der K5-Schule, das ist eine Schule hier, drei Blöcke weiter, gemeinsam zwei Schul-AGs geschmissen. Und das waren beides sehr herausfordernde Aufgaben, an denen wir sehr stark gewachsen sind. Auch wenn die Schul-AGs ja nur 90 Minuten gingen und wir eigentlich nur Jungscha-Spiele machen wollten, war das doch sehr anstrengend und wir waren meistens danach für den restlichen Tag komplett erledigt. Wie man eben mit einer wild gewordenen Horde von Drittklässlern aus schwierigen familiären Umständen umgeht, das haben wir trotz Abitur nicht gelernt. Anfangs hatten wir deswegen einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und auch immer mal wieder ein mulmiges Gefühl, bevor wir in die Schule gegangen sind. Aber inzwischen können wir die Schul-AG richtig genießen, die Kinder sind uns sehr ans Herz gewachsen und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, dass wir sie nächsten Mittwoch das letzte Mal sehen.
und vom Café Mint kann euch jemand anderes viel mehr erzählen. Sie hat nämlich nicht nur einmal dort pro Woche dort gearbeitet, sondern gleich dreimal. Deswegen, Hanna, komm doch mal nach vorne. Hanna, komm mal hoch. Wer bist du eigentlich und was machst du hier? Ich bin Hanna und ich mache mein BFD beim CVJ in Mannheim. Sehr schön. Warum klingelst du eigentlich jeden Morgen um 8.30 Uhr bei uns an der Tür? Weil es viel mehr Freude macht, mit euch zu frühstücken, als alleine zu frühstücken. No. Und wie fühlt es sich an, Tag für Tag von uns bekocht zu werden? Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, werden wir nochmal ein bisschen ernster. Welchen Moment aus dem Café wirst du denn nie vergessen? Das ist so schwer. Es gibt so viele Momente. Ich glaube, das ist gerade spontan in meinem Kopf gestern. Nee, Donnerstag war ich richtig K.O. und dann ist so ein Schwung voll kleiner Mädels auf mich zugerannt und hat mich umarmt, weil die es kaum abwarten konnten, mich zu sehen. Das war richtig schön. Und so Momente gibt es voll oft, dass die Kinder einem dann doch was zurückgeben. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Wir wollen dir einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Danke für deine offene, herzliche und sensible Art, die du immer in unseren Alltag bringst. Es ist wirklich schön, die Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Und es ist schön, dich als 6,5. Mitglied bei uns willkommen zu heißen. Ja, vielen Dank, dass du in Mannheim so eine grandiose Arbeit leistest. Und dass du so ein riesiges Herz für Kinder und Jugendliche hast und dich so sehr in sie investierst. Ja, wenn wir wieder, immer wieder sehen, was du alles tust, hier im CVJM vom Café Wind bis zum Aufräumen von der Dekokammer und dem Putzen von den Klos hier hinten im Foyer, merken wir immer wieder, dass das, glaube ich, keiner von uns ein Jahr lang durchgehalten hätte. Du bist wirklich nicht nur eine Bereicherung für uns, sondern auch für den CVJM in Mannheim. Und im Gegensatz zu uns kriegst du nicht jede Woche einen riesen Applaus für deine Arbeit. Und deswegen. Dankeschön. Ja, in dem Jahr hatte ich auch die Chance oder durfte ich auch ein paar Songs schreiben, paar eigene Songs und es war so cool, wir haben ein paar davon sogar auch ein bisschen aufgeführt und einen haben wir auch aufgenommen, den könnt ihr auch immer hören, auf Spotify und ich möchte das jetzt mal mit euch üben, ich brauche da euch nämlich, ich singe euch das einmal vor. La 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 la. Sehr schön, noch mal zusammen. La 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 la. Boah. La 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 la. Du bist wegen mir verwirrt, doch du stürzt dich einfach rein. Du sagst, du brauchst mehr Zeit für dich, doch am Abend fühlst du dich allein. Du sagst, ich brauch mehr Zeit für mich,
aber ich will nicht einsam sein. Baby, komm, sag mir was. Hält dich noch von uns ab? Wir beide sind so schwach. Komm, bleib noch mit mir wach. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Du sagst, du musst heute früher gehen, doch dein Glas ist noch nicht leer. Versuch mich zu verstehen, aber ich mach's dir so schwer. Du sagst, die Nacht ist noch so kurz, der Schlaf lohnt sich nicht mehr. Jeder Flug endet im Sturz, du liebst mich heute ohne Gewehr. Baby, komm, sag mir was. Zwei Lieder, zu denen man richtig gut stehen kann. Das dürft ihr noch mal mit mir singen. Das ist alles nur geklaut, ey, oh, ey, oh.
und schon merke ich, das wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Zusammen singen. Eo, 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 das geht lauter. Eo, eo, oh. Eo, und noch einmal. Eo, eo, eo. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Du hast Gott sei Dank garantiert noch was im Schrank. Doch das ist alles nur geklaut. Eo, eo, das ist alles gar nicht deine. Eo, das ist alles nur geklaut. Eo, eo, doch das weißt du nur ganz alleine. Eo, das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wirst du die dummen Sorgen über Bord? Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, greif zu, denn später ist es vielleicht vor. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht vor dir, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Steinen, deckst du Ameisen, die hier gut gedeiht. Nimm davon 2, 3, 4. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Mit dem richtigen Dreh hast du das jetzt kapiert. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wirst du die dummen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Und wenn du stets gemütlich bist
Abschlusskonzert. Das ist leider auch Programm. Dieses Jahr neigt sich dem Ende zu und für uns alle geht's weiter. Aber an unterschiedliche Orte, mit neuen Leuten und auch mit neuen Aufgaben. Dieses Jahr ist und war wegweisend und prägend für uns alle. Und wir sind unheimlich dankbar für das, was war. Für diese phänomenale Arbeit, die wir machen durften. Unsere Leidenschaft. Wir durften wachsen. Im Glauben, im Persönlichen und auch im Musikalischen. Wir durften so viele tolle neue Leute kennenlernen. Und manche haben maßgeblich uns dieses Jahr begleitet. Und diesen Leuten möchten wir ganz speziell danken. Und deshalb bitte ich einmal Rebecca und Priska nach vorne. Ja, wir dachten uns, wir machen euch eine kleine Freude. Mit schönen Blumen, ne? Daran kann man sich immer freuen. Und Rebecca, für dich vielleicht noch eine kleine extra Kleinigkeit. Das wirst du aber verstehen, genau. Ja, für alle anderen, das ist so eine Tony-Box-Figur. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist cool. Es ist quasi eine Kassette neu, wurde mir gerade hier zugeflüstert. Mit auf eingespielten Sachen von dem 3. Applaus für die beiden. Bleibt ihr hier? Ja, dann beziehe ich euch mit ein. Also ich hatte euch ja noch geschrieben, wegen Hintergrundmusik. Das machen wir jetzt einfach spontan, ja? Ich gebe euch Stichworte und dann fangt ihr gleich an. Super. M3 liebt es nämlich, Menschen vor vollendete Tatsachen am besten auf der Bühne zu stellen, so wie die Hanna gerade. Und ich finde, nach einem Jahr kann man das mal zurückgeben, was man so das Jahr über erfahren hat. Genau, ich möchte aber zuallererst ein doppeltes Danke aussprechen. Nämlich einmal ein Dankeschön an eure Eltern, die euch vor einem Jahr hier hingebracht haben, die sich vielleicht gedacht haben, Mannheim, es gibt doch so viele schöne Orte, aber warum denn bitte Mannheim? Genau, jetzt hätte ich so gerne Hintergrundmusik, irgendwas zum Thema Danke. Ihr dürft euch kurz abstimmen und ich rede weiter. Ja, ist gut. Genau, dann in eine Straße gefahren sind, wo man beim ersten, zweiten und siebten Mal sich denkt, wo sind die hier gelandet? Und in einer WG, die doch für so viele ziemlich, ziemlich klein ist. Also von daher ein großes Dankeschön an Sie als Familien von uns im ZVM Mannheim, dass Ihre Kinder ein Jahr hier gelebt haben und das bereichert haben. Genau. Und das zweite Danke geht an euch. Ich kann Josia gar nicht sehen da hinten. Genau. Super. Danke vorbei. Genau. Das allererste, was ich mit M3 verbinde, ist Herz und Mund. So, das war euer Stichwort. Genau. Unsere ersten Treffen waren nämlich davon geprägt, dass ich mir dachte, voll gut, dass sie Musik machen, weil Reden scheint nicht so ihre Stärke zu sein. Sie saßen beim Frühstück und haben kein Wort geredet und ich habe mir relativ schnell abgewöhnt, geschlossene Fragen zu stellen und schön offen gestellte Fragen, damit auch mal ein bisschen Gespräch überhaupt passiert. Genau. Alles tanzt. Ich musste herzhaft lachen, als ich Jens Tanzskills gesehen habe und auch die anderen von M3 sich nicht verstecken müssen, wenn es um Tanzen geht. Aber Kreativität ist auf jeden Fall was, was ganz, ganz eng zu euch dazugehört. Sei es Poetry Slam, sei es eigene Lieder, sei es irgendwas zusammenzuschneiden, was irgendwie dann sich doch gut anhören soll. Genau. Und eine Sache,
hat mich auch bewegt in diesem Jahr, nämlich ich musste quasi eine neue Sprache lernen, als Joni anfing, ständig diesen Lachs zu erwähnen, wo ich mir dachte, was will er mit einem stinkenden Fisch? Aber wir haben es rausgekriegt, so wie wir unsere Sprachbarrieren und unsere Gesprächskomplikationen überwunden haben. Genau, habe ich auf eine Sache gewartet, die aber nicht kam. Probier's mal mit Gemütlichkeit, Jens. Kein Konflikt und kein Drama, ein ganzes Jahr lang. Und für mich zeigt es, wie ausgeglichen ihr miteinander wart als Team und welche Reife ihr auch mitgebracht habt, dass das so war. Aber Wünsche hattet ihr. All I want. Relativ zügig kam der Hannes und meinte, ich hätte so gerne eine neue Klobrille. Aber damit blieb er nicht als einziger Wunsch auf seinem Wunschzettel, sondern als nächstes kam unten ein Einbau, damit ich noch oben sitzen kann. Und die Wünsche gingen weiter bis hin zu einem Insta-Aufruf von wegen, wir brauchen neue Stühle. Wer hat neue Stühle für uns? Immerhin, Jens, alles nicht geklaut. Okay, jetzt länger. Flieg, flieg, flieg. Ihr seid in dem Jahr auch über euch hinausgewachsen. Ihr habt selber schon gerade angesprochen, in euren Aufgaben im Café und in der Schule, bei Fahrradfahrten nach Franklin, was ihr dann irgendwann auch gefunden habt meistens. Genau, und auch in Eigeninitiativen in den Konzerten bei euch zu Hause. Aber auch in den Diskussionen, und das fand ich wirklich was unser Jahr geprägt hat, was manche vielleicht auch manchmal ein bisschen nervig oder zu viel fanden, vor allem morgens, und euer Einlassen auf neue und andere Blickwinkel, dafür bin ich euch super dankbar, das hat nämlich mir voll viel gegeben. Und da musste ich nochmal unser letztes Frühstück denken, wo wir über Traumjobs geredet haben und wo ich gesagt habe, mein Traumjob ist auf Franklin. Das war irgendwie nur so die halbe Wahrheit. Genau, weil das ist so ein evangelistisches Gemeindegründungsprojekt. Und das macht mir so viel Freude, weil ich auf der anderen Seite immer wieder so tiefgehende Gespräche mit euch sechs hatte und immer noch beim Bäcker zähle, wie viel ihr seid jede Woche. Genau, aber von daher seid ihr über euch hinausgewachsen und wir sind es irgendwie auch zusammen. Und was mich total beeindruckt hat, war euer Mut zu den Straßen, zu dem Straßenmusik machen. Da dachte ich mir, ihr seid so verrückt, dass ihr das wirklich macht, dass ihr das wollt. Und ich finde, eure dienende Haltung kam eigentlich jeden Dienstag zur Geltung, dass ihr den Dienstagabend zu eurer Bühne gemacht habt und dass ihr den CVM ein Jahr lang so gedient habt. Das finde ich großartig. Jetzt dürft ihr kurz klatschen. Hast du irgendwas zu Weg? Der Jens überlegt. Genau, und für das Jahr war auch geprägt immer wieder von der Frage, wie geht's eigentlich weiter? Wo geht unser Weg weiter? Und wir haben zusammen so viel über Zukunft und über Zukunftswege und Optionen geredet. Und es war für mich voll schön, euch darin zu begleiten, euren Weg zu finden. Und ich wünsche euch, dass ihr Flügel nehmt und dass ihr weiterfliegt, genau, und dass ihr, selbst wenn ihr am äußersten Meer angekommen seid, wisst, wer euch in der Hand hält, und wenn es dunkel ist, dass ihr erleben dürft, dass die dunkelste Nacht nicht dunkel sein kann und dass jeder einzelne von euch, und das meine ich völlig ernst, wunderbar und einmalig gemacht ist. Ihr seid großartig. Vielen Dank für dieses Jahr mit euch. Ja, ich sag's einfach, schön musikalisch unterlegt.
Erstmal vielen Dank, das war wirklich sehr berührend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber wir möchten noch ein paar anderen Leuten danken, die diesen Abend hier möglich gemacht haben und uns tatkräftig unterstützt haben. Und da muss man hier in diese kleine Luke oben reinschauen. Nämlich da sitzen drei Leute, unsere drei Techniker. Links der Tim an Ton. Da können wir einmal applaudieren. Dann nebendran ist der Tommy, der hier Lichttechnik macht und ganz viel auch angeschleppt hat. Und die Lina, die unseren Songbeamer bedient. Und noch zwei anderen Personen möchten wir danken. Einmal dem Jan, der da hinten sitzt. Der hat uns ganz viel geholfen bei Technik für die Videoaufnahme und allgemein hier diesen Raum zu präparieren. Ein Applaus auch dafür. Und ein unerwartetes Dankeschön vielleicht für die Person ist an Linus, der hier sitzt. Genau, und der uns ganz oft fotografisch begleitet hat. Genau, und wir kommen auf den Abschluss zu. Wir wollen jetzt noch zwei Lieder mit euch spielen, mit euch tanzen, mit euch feiern für dieses Jahr, was Gott Großes getan hat, was wir erleben durften. Ihr dürft voll gerne aufstehen und jetzt ganz viel Spaß mit unseren letzten zwei Liedern. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Ich bin ein Kapitän, das gab ein großes Feuerwerk, die nach von allen.
Wildnis, da gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. Wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel hält. Auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit die Füße erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist dran. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott, du allein bist mein Gott.
Hey, haben wir eigentlich die Zugabe, Jens? Ich weiß nicht genau. Hey, ich glaube, wir können ja spontan was spielen. Aber nur, wenn ihr mitsingt. Seid ihr einverstanden? Ich habe gefragt, ob ihr einverstanden seid. Ja, das geht so. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Noch einmal und lauter. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Als allerletztes Lied wollen wir euch nochmal unter den Segen Gottes stellen. Und wir wollen das mit nochmal einer besonderen Person tun, nämlich der Priska. Die singt das mit uns. Ihr dürft sehr gerne dafür aufstehen. Wir machen das hier immer so. Wir legen die rechte Hand auf die Schulter des Nachbarn, auch wenn es heiß ist. Rebecca, du darfst auch mitmachen. Und die linke Hand strecken wir aus, um den Segen zu empfangen. Thank you.
und behüte dich. Lass dein Angesicht leuchten, sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Spreche ich euch den Segen Gottes zu. Er wird dich heute Abend noch begleiten auf deinem Heimweg, morgen früh, wenn du aufwachst, und alle Zeit. Seine Gunst sei immer auf dir. Und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Er ist für dich.